Meditation des Elements Wasser. Wir sind im Wald. Vor uns tost ein Wasserfall. Geist des Wassers, sei gegrüßt. Du bist zu 80% Teil unseres Fleisches und Blutes. Wie geheimnisvoll du bist, Geist des Wassers. Eben noch warst du flüssig. Und jetzt schon Eis oder Schnee, Dampf und Nebel. In einem Augenblick heilst du, im nächsten ertränkst du. Wasche Schmerz, Krankheit, Unreinheit und negative Energie anderer Menschen. Hat dich El Capitan geschickt? Ja, ich bin wie? Einen Moment bitte. Sorry, bin gleich bei dir. Was ist das alles? Glatzkopf ist ein Dealer, Blondie wohnt in einem Motel. Redest du immer mit dir selbst? Oh, richtig. Ich wollte nur sicher gehen, dass dir keiner gefolgt ist. Scheint aber alles okay zu sein. Ah, sorry. Hab mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Pedro. El Cap hat mir gesagt, du planst einen Überfall und brauchst Hilfe. Ich würde mir gern einen Konzernwagen, borgen. Ha, du willst deinen Arbeitgeber ausrauben. Naja, sie schon, aber sei nicht so laut, bitte. Das ist dein erstes Mal, oder? So ein Überfall? Perfekt. Aber ich bin gut vorbereitet. Na schön. Wie lautet der Plan? Genau, der Plan. Das hier habe ich bisher. Unser Ziel ist ein automatischer Zetatec-Transporter beladen mit AV-Triebwerken. Die Route ändert sich täglich per Zufallsgenerator. Und wie spüren wir ihn dann auf? Ich habe den Zufallsgenerator umgebaut. Weiß, wie er funktioniert. Okay, also kannst du die Route vorhersehen. Und weiter? Ich halte den Wagen an und hack mich ins System. Und was mache ich? Du wartest vor Ort, steigst ein, befolgst meine Anweisung und klaust das Ding. Wo soll ich den Transporter abpassen? Am Kenmore-Café, Kreuzung davor. Der Wagen sollte in den nächsten Tagen täglich gegen 17 Uhr dort vorbeikommen. Ich rufe an, wenn du da bist. Klingt easy. Wir hören uns. Nomas? Das war's? Willst du sonst gar nichts wissen? Pedro, Kumpel, das ist nicht meine erste Party. Claro, natürlich. Aber vergiss nicht. Kenmore-Café, Kreuzung, 17 Uhr. Keine Sorge, ich werde dran denken. Ich weiß. Okay. Augen auf die Kreuzung da. Los! Zum Wagen! Jetzt! Bin drin. Steck den Splitter ein. Rechts vom Lenkrad.
Fertig. Gottverdammt. Rede mit mir, Pedro. Sekunde. Hab's. Hab die Kontrolle. Ich fahre. Und ich lehne mich zurück und genieße die Aussicht? Augen auf. Die Schwanzlutscher könnte in jedem Moment auftauchen. Ruhig, Pedro. Das ist großartig. Gute Arbeit. Sieh, ihr Runner klebt an mir dran. Kommst du klar? Übernimm das Steuer. Hab's. Puh. Alles klar bei dir? Ja. Das war knapp. Fahr weiter. Bis zum Ende. Okay. Eine gute Reise. Tausend Dank. Je länger wir plaudern, desto leichter für Zetatec uns zu tracken. Wieder mal. Oh, du hast recht. Over and out. Ja, bis dann. Sehr schön, Bee. Weiß nicht, wie Petro das sieht, aber mir hast du den Tag versüßt. Und mal wieder zeigt sich, wenn man alles richtig macht, kriegt man fett Kohle. Auftrag erledigt. Thank you.
Weißt du das? Ja, hör ich. Weiß nur nicht, warum es mich kümmern soll. Sieht aus, als wäre Leia hinter Bakakos Rücken zu den Tiger Claws gegangen. Leia. Claws gehören nicht zu denen, die sich an Deals halten. Mal sehen, ob sie Glück hatte. Erinnert mich an den Laden in Arroyo, wo wir manchmal Freitagabends gespielt haben. Wieso? Es war wirklich hart zuging. Nur ein falsches Wort, ein falscher Blick und du hattest ein Messer im Bauch. Ich hab's gemocht. Dieses winzige Scheißding sind so viele gestorben? Auf die Größe kommt's nicht an. Wir beide wissen, dass das völliger Blödsinn ist.
Sehr gut, du hast das Jailbreak-Gerät gefunden. Gute Arbeit und weiter so. Auftrag abgeschlossen.
Please continue.
Thank you.
Aus NC weg muss, sonst ist er erledigt. Ich
Ich brauche eine gute Fahrerin, die sich bei Ärger nicht gleich in die Hose macht. Was meinst du? Guck's dir mal an. Ah, Sixth Street. Dreckswichser. Labern hochtrabende patriotische Scheiße, als wären sie was Besseres als primitive Schläger. Hab ich schon Hallos? Oder war da was? Das ist ja ein verficktes Blutbad. Was ist das? Hey, das ist dein Schum, oder? Glaubt, er lebt noch. Scheißkerle wie der haben sicher 7 Leben. Hey, hörst du mich? Ah, oh, fuck. Sixth Street, sie... Ich weiß. Flavio, oder? Das bist du? Ja, du... Du musst mich hier rausholen. Was zum Teufel? Du musstest nur auf deinem Arsch sitzen und warten. Alleine. Ja, aber das ist ein schwerer Abschied, okay? Also habe ich ein paar Mädels bestellt, ein paar Booster dazu. Was? Und du hast gedacht, das kriegt keiner mit, wenn du jede zweite Nutte der Stadt bestellst? Okay, ich hab Scheiße gebaut. Ist doch egal, jetzt wir müssen los. Ah, meinst du? Dann mal los. Ah, oh, Scheiße. Auto ist in der Garage. Da müssen wir hin. Thank you.
Hast du die Koordinaten? Ja, hab ich. Shiro, wollte doch nur ein bisschen Spaß. Heul nicht. Im Gegensatz zu den Mädels lebst du noch. Hinten drin, am Verbluten. Fuck, wenn der stirbt, kriege ich kein Geld. Nicht mein Problem, hab meinen Teil getan. Bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen bald frittiert. Es kommt auf dich an, Bee. Details findest du an Bein. Also soll ich ausziehen, weil die Tiger Claws sich hier breit machen? Sie einfach abschießen. Ich meine, wie lange soll das weitergehen? Was würde es ändern? Ja. Oh!
versteckst du dich? Was zum? Gut gemacht, meine Liebe. Ich bin zufrieden. Wir hören voneinander. Auftrag abgeschlossen. Thank you.
nicht. Netrunner meldet sich nicht mehr. Er hatte klare Befehle, mit mir in Kontakt zu bleiben. Also muss ihm was passiert sein. Lies dir die beiliegenden Informationen gut durch und erledige das sofort. Was geht? Ich brauche ihn. Okay. Guck mal, wie, das bist du in der Zukunft. Jeder Netrunner endet so. Hirn gefickt von irgendeinem Konzerneis. Sieht aus, als atmet er noch. Thank you.
Gib mir einen Moment. Warte. Ich kann nicht. Wach auf. Ich brauche einen Moment. Ich weiß nicht, wie lange ich hier war. Aber ich bin am Verhungern. Hast du das Licht angemacht? Ja, ich wollte schon zweimal heißt ja, einmal heißt nein spielen. Aber du warst schneller. Hast gute Arbeit geleistet. Du willst doch bestimmt wissen, wer mich zu dir geschickt hat. Wakako. Sie sucht immer nach Ausreden, mich zum Essen einzuladen. Du musst mich mal besuchen. Ich bring dir ein paar Netrunner-Tricks bei. Habe ich dir nicht gerade den Arsch gerettet? Wir hören nie auf zu lernen. Und du musst nicht alles allein herausfinden. Danke. Ich denk drüber nach. Das durchgezogen hast. Etwas anderes hätte ich auch nicht von dir erwartet. Auftrag abgeschlossen.